Gegen 1.45 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Autobahn A5. Ein schwarzer Audi fuhr in Richtung Süden und wurde dort von einem dunkelblauen VW Golf ausgebremst. Danach kam es zum Unfall. Der VW Golf prallte gegen die Mittelleitplanke, fuhr weiter und verließ an der Anschlussstelle Rust die Autobahn. Der Audi-Fahrer fuhr dem hinterher und wollte schauen, was Sache ist. Der Golf kam dann in Richtung Rust von der Fahrbahn ab und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Insassen vom Audi sind dann ausgestiegen und wollten die Golf-Insassen zur Rede stellen. Plötzlich kamen dann unvermittelt Schüsse von dem Pärchen, es war ein Mann und eine Frau, die dann auch gleich flüchteten. Hinzugezogene Zeugen wollten das Pärchen noch aufhalten, sind hinterher und wurden dann aber ebenfalls bedroht, sodass sie sich dann zurückzogen. Ich war heute hier in Rust zu Gast im Europapark, weil ich bei der Miss Germany-Wahl teilgenommen habe. Bin als Startnummer 4 ins Rennen gegangen. Ja, und wollte dann einfach mit meiner Familie nach Hause fahren und bin dann direkt hier in diese Unfallstelle mit eingebunden worden. Uns ist zum Glück nichts passiert, aber ich habe die Täter bzw. die Fahrer oder die Fahrzeuginsassen noch weglaufen sehen und es ist verdammt aufregend, was hier gerade passiert. Ja, genau, also unmittelbar, nachdem ich meinen Pkw stoppen konnte, habe ich dann gesehen, dass die Insassen des Unfallfahrzeugs über die Leitplanke geflohen sind, also wirklich geflohen. Der Fahrer hat seinen Schuh noch verloren. Mein bester Freund, der noch mit dabei ist, ist noch mit hinterhergerannt und hat mich daraufhin noch hingewiesen. Genau, der wurde bedroht und hat mich dann darauf hingewiesen, dass die Fahrzeuginsassen betrunken waren und aggressiv. Von der Misswahl zur Unfallkönigin hier quasi. Also das ist unglaublich, welche Wendungen das Leben nehmen kann an einem Abend. Wahnsinn.